Hallo Leute, mein Name ist HotzesD und willkommen zurück zu einer neuen Folge Factorio. Und heute müssen wir uns wieder mal um Forschung kümmern, denn wir haben alles, was wir forschen können, geforscht und nun brauchen wir neue Flächen, entweder die pinken hier, lilafarbenen oder die gelben. Ich denke, die hier, das schaffen wir wahrscheinlich eher noch, das auf die Reihe zu bekommen. Wir brauchen 21 Sekunden für die Herstelldauer. Und 30 Gleise. Ein Gleis braucht zwei Gleise brauchen eine halbe Sekunde. Und da wir ja jede Sekunde ein Wissenschaftspaket wollen, brauchen wir 30 Gleise pro Sekunde. Das heißt, hier brauchen wir 15 von den Maschinen. Gut. Hab gar nicht so viel in der Tasche. Aber die stellen wir hier unten ja irgendwo her. Die kann ich hier reinpacken. Und dann nehme ich mal hiervon was mit. Brauche ich auch wahrscheinlich einiges an Förderbändern. Gut. Dann gehen wir hier oben hin. Lassen etwas Abstand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jo! Gut. Gleise. Gut. Was brauchen wir denn noch? Die Lichtbogenöfen. Die brauchen auch Stahl. Das heißt, wir machen hier mal ein Band Stahl in die Mitte. Und dann eins für den Ausbau. Gang und hier unten kommt Stein und die Eisenstangen drauf. Zwei Eisenstangen Sekunde. Und wie viel brauche ich hiervon? Das heißt, hier brauche ich etwa so viel. Und Eisen machen wir dann hier unten ran. Okay, brauche noch ein paar lange Greifarme. Sollten wir ja auch irgendwo hier haben. Gut. Um
klicken wir die hier auf diese Seite raus. Dann eins später holen wir die Materialien rein. Natürlich hier noch der Stahl. Und das Ganze geht dann hier raus. Okay. Gut, dann hier haben wir das. Ziehen wir den doch einfach mal hier hoch, dann sehen wir, wo wir hinkommen. Wahrscheinlich müssen wir unten was? Och, dachte ich, hätte mir mehr Fließbänder geholt. Offenbar nicht. Schon wieder alle. Okay. Das heißt, hier von dieser Seite brauchen wir Stein. Keine Untergrundbänder mehr. Fehlt mir sonst noch was? Hier Teile habe ich auch nicht mehr en masse. Also, hier von was? Und wenn ich schon mal in der Gegend bin, einfach für den Fall. Nun, einmal, zweimal. Gut. Das ist unser Stahlband. Dann hier oben die Öfen. Und wie sieht's denn? Da brauchen wir einen pro Sekunde. Und die brauchen 5 Sekunden. Das heißt, ich brauche 5 Maschinen von denen. Stahl bekommen wir von da unten. Das geht raus auf das Band. Und dann von hier oben bekommen wir Ziegelstein und rote Chipse. Noch ein bisschen weiter nach oben.
Ich denke, nach diesen lila Fläschchen müssen wir dann die blauen Schaltkreise machen. Denn für die gelben Fläschchen brauchen wir blaue Schaltkreise. So. Soweit so gut. Okay, hat alles Strom. Und dann brauchen wir noch ein paar von denen. 15 Sekunden. Das heißt 15 Maschinen hiervon. Nachdem wir hier schon die ist das richtig? Yep. Wir haben gleich lang wie die Gleis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Gut. Da bekommen wir die roten hier. Das wird dann unser Ausgang sein. Dann hier oben machen wir noch ein Band mit grünen hin. Und wahrscheinlich gehen mir die Förderbänder gleich wieder aus. Und ich habe erst die Vorprodukte für die Fläschchen gemacht. Ja, alle. Unsere Fabrik hat doch schon etwas Ausmaße angenommen. Aber nun haben wir zumindest Kupfer und Stein. Das haben wir letztes Mal noch erledigt, dass wir da auch genügend Material bekommen. So.
ein paar mehr Masten. Dann hier natürlich die. Sehr gut. Und dann brauchen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 für die Fläschchen. Die knicken wir auf dieser Seite raus. Dann haben wir hier in der Mitte zweimal das Material. Und dann können wir hier oben auch nochmal 10 von den Maschinen machen. Wir brauchen hier eigentlich 21. Machen wir 22. Und hier der Ausgang. Gehen wir mal hier rein. Da geht's raus. Da geht's rein vom ersten Förderband. Dann brauchen wir auch noch lange fürs zweite. Gleiches auf dieser Seite. Genügend. Ja. Gut, dann hier. Hiervon habe ich nicht genügend. Wahrscheinlich ein paar bauen. So, Strom. Hier in der Mitte die großen hin, denn die reichen bis rüber auf die andere Seite. Sehr schön. Das heißt, hier müssen wir eigentlich nicht nach unten, sondern nach oben. Und wenn wir den hier platzieren, können wir hier nach oben. So. Ah. Vielleicht würde eine Ausladung hier helfen. Okay, wir produzieren hier die ersten Fläschchen.
Und dann gehen wir hier rüber. Runter. Die blauen gehen an die schwarzen ran. Das heißt, wir müssen eigentlich hier auf dieser Seite. Da müssen wir doch. Natürlich sind die Fließbänder wieder alle. Muss ja so weit kommen. Aber gleich ist es geschafft. Vielleicht, wenn ich in dieser Kiste schaue. Wir produzieren zu wenig Grüne, wahrscheinlich weil wir zu wenig Kupfer haben. Gut. Dann gehen wir hier runter. So. Gut. Und dann brauchen wir halt auch noch in diese Richtung Knickarme. Etwas zu optimieren. Oh. Und dann können wir die nächste Forschung starten. Die hier. Die wird etwas Zeit brauchen, aber das wird uns für unser Atomkraftwerk wird das nützlich sein. Gut, damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Das nächste Mal werde ich mal hier ein bisschen pimpen müssen, dass wir genügend Kupfer durchbekommen. Wahrscheinlich auch Stahl. Wahrscheinlich ersetzen wir die normalen Schmelzöfen mit der besseren Variante. Ja, also bis zum nächsten Mal. Tschüss!